Nadja Seidel und Sandra Herrmann vom Krebszentrum der Uni Dresden sind gespannt. Sie wollen Menschen mit einer UV-Kamera fotografieren und unsichtbare Sonnenspuren in der Haut sichtbar machen. Ich erwarte erstaunte Gesichter, die darüber erstaunt sind, wie die Sonne bereits auf ihre Haut gewirkt hat. Auch wenn die Hautoberfläche schön aussieht, aber vielleicht unten drunter in einer unteren Schicht bereits Schäden sichtbar sind. Erst macht Nadja Seidel ein Foto im normalen Umgebungslicht. Das zeigt ein Bild, wie man es kennt. Die Haut von außen. Das dauert ein bisschen, bis die Bilder. Dann eines mit UV-Licht. Mit dem für uns unsichtbaren Licht, das sich in jedem Sonnenstrahl versteckt. So siehst du aus. Was? Nein, niemals. Was? Das ist das Sonnengedächtnis der Haut. An den Stellen hat sich deine Haut quasi gemerkt, dass du zu viel Sonne abbekommen hast oder dass du oft in der Sonne warst, vielleicht auch ohne Sonnenschutz. Und dann bilden sich diese Flecken. Je mehr Flecken, desto mehr hat sich die Haut mit der Sonne auseinandergesetzt. Diese dunklen Stellen sind in der Regel gutartig. Sie werden vor allem im Alter an die Oberfläche treten, wenn sie noch unsichtbar sind. Und dann werden sie auch Altersflecken genannt. Es kann aber auch passieren, in einem eher unwahrscheinlichen Fall, dass sich daraus etwas Bösartiges entwickelt, was man dann auch als Hautkrebs bezeichnet. Die Haut kann sich in einem gewissen Rahmen selbst schützen, mit dem Farbstoff Melanin. Der verschluckt die UV-Strahlung. Melaninansammlungen sehen im UV-Licht aus wie Flecken. Und so ein Foto macht manche nachdenklich. Auf jeden Fall, wenn man rausgeht, dass man dann mal Sonnenschutz aufträgt. Nicht nur, wenn man irgendwie so bewusst in Urlaub fährt oder in Schnee, sondern täglich eigentlich. Unser eigener Sonnenschutz funktioniert zwar, aber er schafft nicht mehr als einen Lichtschutzfaktor von 2. Erschreckt man schon. Aber da wird einem auch mal bewusst, dass man sich schützen muss und eincremen muss, wenn man das mal sieht. Cremen Menschen sich mit Sonnencreme eigentlich sorgfältig und ausreichend ein? Das hat Gitta Neufang untersucht. 2 Tester zeigen heute, wie sie sich normalerweise mit Sonnencreme eincremen. Hallo, guten Tag. Sonnencreme wirkt im Prinzip ganz einfach. Eine Glasschale symbolisiert unsere Haut. Die Kugeln sind die Hautzellen. Die Glasplatte ist die äußerste Hautschicht, die Hautbarriere. Die UV-Strahlung geht durch die Hautbarriere und greift die Hautzellen an. Sonnencreme kann das verhindern. Sie schluckt einfach den größten Teil der UV-Strahlung. Aber nur, wenn man sie richtig benutzt. Ja, legen Sie bitte einmal den Bademantel ab. Ja, vielen Dank. Bitteschön. Und dann habe ich hier ein Sonnenschutzprodukt, mit dem Sie sich bitte einmal eincremen, ja, so wie Sie das ganz normal am Strand auch machen würden. UV-Licht an. Los geht's. Unsere Kamera sieht keinen Unterschied. Aber die UV-Kamera. Schwarz bedeutet, da ist Sonnencreme. Weiß, keine Sonnencreme. Ihre Beine sind perfekt geschützt. Sie haben auch ihre Hände sehr gut geschützt. Das Dekolleté und das Gesicht bis auf den Augenbereich auch wirklich sehr schön großflächig eingecremt. Und wenn wir jetzt das Ganze uns von hinten anschauen, sieht man auch, wo sie ganz gut hingekommen sind, ja, sozusagen auf den unteren Rücken. Und wo es dann vielleicht ein bisschen schwerer war, die Sonnencreme zu verteilen, nämlich genau auf den Schulterblättern und auf dem oberen Rückenbereich. Da kommt man ja selber auch nicht so gut ran, ne? Das ist genau das Problem und das muss man sich bewusst sein. Und daher ist es besonders wichtig, das abzuspeichern, denn die Haut hat ja ein Sonnengedächtnis und egal wo sie den Schaden aufnimmt, führt das später zu Hautschäden und erhöht natürlich auch dann das Hautkrebsrisiko. Cremen Männer sich anders ein? Das wollte Gitta Neufang auch wissen. Jörg hat eine kleine Glatze. Die müsste er auch eincremen.
aber er vergisst es. Es ist ganz, ganz wichtig, auch bei etwas lichterem Haar die Kopfhaut einzucremen. Denn gerade bei Männern ist die Kopfhaut natürlich ein Risikobereich, aktinische Keratosen, Vorstufen von weißem Hautkrebs zu entwickeln. Und da sollte man dann immer darauf achten, dass man hier wirklich ausreichend Sonnenschutz auch aufträgt. Das Ergebnis unserer zwei Tester ist typisch. Frauen vergessen ca. 14% ihrer Hautoberfläche, die sie eincremen müssten. Besonders Rücken- und Kniekehlen sind gefährdet. Da kann sich Sonnenbrand entwickeln und die Haut schädigen. Männer vergessen sogar noch mehr, 22%. Welche Menge ist eigentlich die richtige, um den ganzen Körper zu schützen? Die beiden schätzen. Gitta Neufang hat die richtigen Mengen. Das ist aber ein großer Unterschied. Lieber Mann, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Das ist ja ungefähr die 3- bis 4-fache Menge von dem, was ich geschätzt habe, was ich brauche. Eine ganz einfache individuelle Dosierungshilfe ist, wenn Sie die Creme von der Handwurzel bis zur Spitze des Mittelfingers auftragen. Und das ist die Menge, die Sie 11-mal für den gesamten Körper benötigen. Und dann sind Sie perfekt geschützt.